So, weiter geht's. Ich möchte wieder zum Club und die Club-Mission machen, falls es da noch eine gibt. Ich glaube aber ja. Denn es stand noch nicht auf dem Bildschirm Club erworben oder so. Das stand ja beim Taxi-Unternehmen, bei den Taxi, nachdem wir alle Taxi-Missionen abgeschlossen haben. Uah. Aua. Das tat weh. Ich weiß nicht, was sie sagen wollte, aber sie war schon unterm Auto, als sie angefangen hat zu sprechen. Das ist eine Leistung. Also das muss man hinkriegen erstmal. Ob es eine Leistung ist, die man wirklich erbringen möchte, das ist eine andere Frage. Ist vielleicht auch einfach eine persönliche Frage, die man sich einfach mal stellen muss im Leben. Möchte ich von anderen bewundert werden im Sinne, oder nicht bewundert, aber im Sinne von, Alter, wie macht der das, hinterfragt werden, oder ist es mir lieber wichtiger zu leben? Ich möchte das mal speichern. Weil jetzt ist das Spiel einmal abgestürzt, jetzt bin ich paranoid geworden. Und es kann ja nicht schaden, es dauert auch nicht so lange. Also ich sehe keine Nachteile darin, öfter zu speichern. Da schweben ein paar von den Leuten, die tanzen. Es sieht zumindest so aus. Der Scharfschütze. We need a stick-up man, you know one? Hey, Tommy, this stuff keeps you sharp, man. Woo! I could be your stick-up man. Stick him up! You ain't a stick-up man, you're an idiot. Now get yourself a drink and shut up. Hey, get out of my way! Yeah, ow. Relax. Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy, or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. Da lief 99 Luftballons im Radio. Ich komme einfach nicht drauf klar, dass das in diesem Spiel drin ist. Irgendwie gefällt mir der Wagen jetzt nicht mehr so gut im Vergleich zu dem da. Aber der hat auch was. Der hat was mit Klasse. Da wird der Möchtegern-Armee-Soldat sicher beeindruckt sein. Wow, das wären nur gute alte amerikanische Werte. Vertreten und dabei 99 Luftballons hören. 90 Luftballons. Ich kann das Lied nicht mehr singen. Ne. Moment, fahre ich falsch? Ich möchte es auch gar nicht mitsingen. Ich wollte euch nur sagen, bevor ihr jetzt vielleicht habt ihr jetzt schon abgeschaltet, weil ihr gerade dachtet, oh scheiße, er singt gleich. Ich mach's nicht. Ich tu's nicht. Warum fahren hier so viele scheiß Caddies lang? Nur weil da der Golfclub ist. Die sind doch eigentlich wirklich nur dafür gedacht, dass man sie auf dem Golfclub benutzt und nicht, dass man vom Golfclub damit wegfährt, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Kann natürlich auch sein, ich bin kein Golfer. Also, soll gar nicht so doof klingen. Ich war eine Frage mehr oder weniger. Und die Lichter da oben blinken sehr seltsam. Ich frage mich, ob das generell einfach die PC-Version ist, die so ein bisschen kleinere Grafikglitches immer mal wieder hat. Auch die Schatten sind teilweise ein bisschen flackernd. Oder ob das einfach daran liegt, dass ich es inzwischen auf einem Windows 7 PC in 2016 spiele, wofür es einfach nie gedacht war. Das kann ja auch sein. Oh! Der arbeitet im Ammunition, das ist natürlich wundervoll. Kann ich hier. Ach, natürlich kann ich jetzt gerade nicht einkaufen. Ich hätte gern, wenn ich eh schon mal da bin, hätte ich gerne meine Schutzweste verbessert. Schießstand finde ich gut. You Phil Cassidy? What? I'm looking for a man who can handle a gun. In this setup, I'm not too convinced. Son, I can shoot a fly off your head at 80 feet. Oh, really? Yeah, I learned it in the army. Fly shooting real popular in the army? Glad I don't pay tax. You trying to be funny, kid? Let's shoot! Der Typ ist auch nur ein bisschen gruselig. Und ich find's noch gruseliger, dass ich mir vorstellen kann, dass das in Amerika echt solche Leute gibt. Ja, innerhalb des Zeitlimits so viele Ziele wie treffen, wie ich kann. Ja, Munition. Oh, Munition ist auch ein Limit. Das ist ja gemein. Ja, ich brauch nicht wissen, wie Zielschießen funktioniert. Wirklich, im Ernst. Jeder Mensch auf dieser Welt hat Mohun gespielt. Obwohl, inzwischen haben Jugendliche, die jetzt aufwachsen, die haben wahrscheinlich niemals... Die haben niemals Mohun gespielt. Vielleicht auch nie Monopoly. Obwohl, das kann ich mir noch weniger vorstellen. Jaha, los jetzt. Oh.
Ich will da schöne amerikanische Musik bei hören. America! Fuck yeah! Bringt das mehrere Punkte? Oh! Muss man sie... Hä? Ah, man muss sie wirklich komplett wegschießen. Kriegt derjenige, der das letzte Stück wegmacht, die Punkte, oder? Wird das wenigstens danach verteilt, wer die meisten Teile getroffen hat? Das ist tatsächlich mal ein seltsamer Schießstand. Vielleicht hätte ich doch die Regeln lesen sollen. Begib dich zum... Hä? Wo ist der Startpunkt? Ach, hier gibt's eine zweite Halle oder was? Also ich glaube, ich hätte die Regeln vielleicht wirklich mal lesen sollen. Ja, so viele Ziele, wie ich kann. Das hatten wir doch gerade schon. Okay, alle bringen einen Punkt. Ja, dann ist... Egal. Ach, schön, dass sie hier Frauen und Männer haben. Da fühlt man sich nicht so sexistisch, dass man nur auf ein Geschlecht schießt. Okay, es gibt sogar noch einen. Und ich habe schon 56 von 60 benötigten. Aber ich habe auch nur noch 30 Schüsse. Naja, nur noch. Ja, die Erklärung kennen wir doch inzwischen schon. Oh. Das ist ein bisschen dröge, tatsächlich. Ansonsten macht's sogar ganz nett Spaß für so ein Minispiel. Ich dachte gerade, es wäre vorbei, dann hätte ich exakt einen Punkt mehr gehabt, als ich haben müsste. Okay, 69 von 60 benötigten. Das ist doch ordentlich. Ja, ich hänge fest. 64%, ja komm. Sprich mit Phil reicht doch. Für einen Nachwuchsamerikaner. So, you want to do me a favor and help me put together a job? Son, after shooting like that, if you ask me to be your wife, I'd say yes. Aber ich möchte nicht, dass du meine Frau bist. Tut mir leid. So, jetzt wo ich schon mal hier bin, machen wir das. Und dann auf nach Malibu. War zum Malibu-Club zumindest. Ey, Moment. Aha, verdammt, ich wollte doch... Mal wieder neue Missionen. Heißt das, ich kann mir das Story weitermachen oder ist das einfach nur so eine Nebenmission, eine weitere? Aber jetzt will ich auch die ganzen Nebenmissionen machen bei den ganzen Gebäuden. Jetzt, wo ich damit schon mal angefangen habe. Ich kann doch nicht nur die Hälfte der Nebenmission machen, das ist doch Irrsinn. Ah! Hurensohn. Alter, das hat mich 76 Rüstung gekostet. Ja, okay, das hat mich einen nochmal gekostet. Da vorne gibt's, glaube ich, eine Schutzweste, aber... Ich bin gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Gucken wir. Aber nicht mal oben. Nee, genau, hier unten. Da hatte ich doch mich so drüber aufgeregt, dass man da zwar hochspringen kann, aber oben gibt es nichts und hier unten gibt's eine Schutzweste.
fand ich so seltsam. So. Mann. Mann, aber dass man bei diesen Scheißlaternen wirklich jedes Mal runterfliegt, ist echt nervig. Ich finde, man müsste ein bisschen stärker wirklich ans Motorrad geklebt sein. Auch wenn es natürlich nicht logisch ist, aber das ist mir dann auch egal. Es soll ja Spaß machen. Ja gut, das war vielleicht einfach Dummheit von mir. Aber gegen die sage ich ja nichts. Die ist ja vorhanden. Die ist okay. Okay, okay. Ja, lassen wir das. Okay, das war gar nicht mein Hochstarter. Mit dem Motorrad kommt man hier generell einfach nicht gut rüber. Das war eine interessante Erfahrung. Man darf mit Motorrad nicht über diesen Holperstein fahren. Wieder was Neues gelernt, was? Oh, jetzt bin ich wieder auf der Seite. Dann gehe ich mich vorher aber mit Waffen eindecken. Und das geht, glaube ich, am schnellsten, wenn ich hier die Straße nochmal runterfahre. Obwohl, nee. Ich glaube, wenn ich da hinten über die Brücke rüberfahre, ist die Route am schnellsten. Gerade mache ich halt wirklich kein Geld mehr. Das ist so frustrierend, dass die Missionen selbst, die ich gerade alle mache. Also sie bringen mir ja storytechnisch auch nicht wirklich Geld ein, aber... Das ist so frustrierend. Wir hatten schon Missionen, die uns irgendwie 50.000 gebracht haben oder sowas. Jetzt mache ich irgendwie pro Mission 1.000. Ich würde viel lieber viel mehr Geld machen. Vielleicht kann ich die nächste Mission auch ohne Waffen schaffen, aber ich bezweifle es sehr, sehr stark. Wäre schön, wenn man bei Missionen wenigstens zu Anfang eine Pistole gestellt bekommen würde. Also, wenn man gar nichts hat. Das wäre, glaube ich, sehr positiv. Jetzt sollte ich auch einfach nicht mit einem kaputten Auto hier durch die Gegend brettern. Ist nur so eine Idee. Hups. Entschuldigung. Nein, das ist gar nicht das Einkaufszentrum, das ich suche. Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich dachte, ich wäre eine Brücke weiter. Naja, gut, egal. Es macht schon Spaß, irgendwie so zu fahren, weil es eine richtige Herausforderung ist, von A nach B zu kommen. Oh, da oben ist eine Waffe. Aber, muss auch nicht immer sein. Probieren wir an diese Waffe mal ranzukommen. Einfach nur so. Dann sparen wir Geld. Alter, das Haus können wir kaufen. Und gerade, wenn ich das richtig verstehe, brauche ich ja eh kein Geld mehr besonders. Ich glaube, ich habe ja alle... Sachen gekauft. Ach, scheiße. Ich denke mal, es wird sehr teuer sein, aber ich kann zumindest mal gucken. 8000? Aber hallo! El Swanko Casa! Es bringt mir wahrscheinlich wirklich nichts, außer speichern zu können. Und ein Auto parken. Ja, das kann ich auch. Aber ich habe ein Haus mit einem Pool. Pool zu haben, wäre echt geil. Das ist so das Einzige, worum ich Leute mit einem riesigen Haus beneide. Ich würde halt auch eine Einzimmerwohnung nehmen und dazu einen Pool und dann wäre das perfekt. Oder obwohl zwei wären, glaube ich, zwei Zimmer wären perfekt. Weil für mich selber brauche ich keine zwei, aber so für meine Katze finde ich es für die Abwechslung noch ein bisschen geiler. Aber ja, für mich, also ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, was ich in so viele zwei Zimmer, was ich da alles reintun soll. Das ist für mich einfach Quatsch. Ich habe mein Einzimmer, da passt alles rein, was ich brauche. Ich bin da ein sehr minimalistischer Mensch vielleicht. Oder unkreativ, könnte man auch sagen. Wo ist denn hier ein Auto? Irgendwie habe ich mich verfranst. Aha. Da links ist die rechts ist das Polizeirevier. Sag denen nochmal Bescheid. Mal sehen, wie die das interessiert. Jetzt habe ich ziemlich bescheuert geparkt. Egal.
Where did you get that bag? Eigentlich habe ich jetzt ja sogar eine Waffe, aber jetzt will ich auch eine vernünftige Waffe. Moment, hier ist ja der Eingang, stimmt. Im Gebäude drin muss ich dann ja ein bisschen laufen noch. Das ist sehr spacig. Das erinnert mich auch an... Woran erinnert mich das? An irgendein anderes Kaufhaus aus irgendeinem anderen Spiel, aber ich weiß nicht mehr welches. Dude? Willst du mir nichts verkaufen? Warum wollen die Leute mir alle nichts mehr verkaufen? Nur so aus Neugierde. Also, nicht, dass ich damit ein Problem habe, aber doch eigentlich schon. Ich bin nämlich jetzt extra hierher gefahren. Wir versuchen es mal auf die einfache Art und Weise. Wir gehen nochmal rein und raus und rein. Und jetzt haben die gefälligst was zu verkaufen. Sonst, ja. So. Ey, er wollte mir nichts verkaufen. So habe ich wenigstens noch eine zweite Waffe bekommen. Der ist schlauer, der duckt sich einfach. So, jetzt habe ich noch Geld bekommen. Wir kriegen Overall. Da habe ich auch... Das ist cool. Ey, durch den Overall wird man hier direkt nicht mehr gesucht. Aber dass sie mir Waffen nicht gerade geben wollen, das ist irgendwie ein bisschen scheiße. Das Spiel hat mir zu viele Bugs. Ich beanstande die Qualität. Diese Motorräder überall, die machen einen ja ganz verrückt mit den Geräuschen. Der Part ist auch schon wieder viel zu lang, aber wir haben nichts geschafft, nicht? Ich fahre jetzt noch bis zur Mission, im nächsten Part fangen wir sie dann direkt an. Aber mehr nicht, also für heute. Mehr machen wir heute nicht. Don't make this worse. Nicht, dass ihr dir jetzt irgendwas erwartet noch. Wow. Das könnte aber noch eine abenteuerliche Fahrt werden, so wie ich gerade fahre. Also bleibt dran, falls ihr lustige Stunts sehen wollt. Wow. Das klang wie ein brechendes Genick. Ein widerliches Geräusch. Okay. Nein, hier kann man keinen Stunt machen. Das kann man auch kaufen, aber... Ich habe ja gerade erst was investiert in eine große, schöne Immobilie. Lady, du bist da sehr seltsam aus dem Himmel gefallen. Tat nicht weh, als du vom Himmel gefallen bist? Weil du aussiehst wie eine Taube, meine ich. Ja, ich bin schon ein Charmeur. Ich bin ein Charmeur. So, gehen wir mal was essen. Hallo, ja, kenne ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was da draußen explodiert ist. Habe ich nichts mit zu tun. Ihr kennt mich, Jungs. Ich bin hier der Spandex-Typ. Ich arbeite hier nur. Dummdi-dumm. Ich frage mich, bin ich in Cutscenes dann auch so angezogen? Ich nehme mal an, ja, nicht? Das wird dann eine sehr lustige Cutscene. Wahrscheinlich. So, dann abspeichern und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Das war's mit GTA San Andreas für heute. San Andreas? Nein! GTA Vice City für heute mit mir, eurem Vogel. Macht's gut und tschüss!